Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Pirates of the Caribbean. Ich bin's wieder, Lot 1986. Wir widmen uns Gottes deutsche schwere Sprache ab und an. Kapitel 4 dem hohen Rat der Bruderschaft. Im geschichtlichen Modus natürlich, im geschichtlichen Sinne sozusagen. Denn ich freue mich auf das 5. Level, aber das 4. Level müsste rein theoretisch auch ziemlich cool werden. Ich bin sehr gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Ich habe mich ja jetzt dran gemacht, das auch ein bisschen zu erklären. Die ersten zwei Teile, da waren die Cutscenes noch selbst erklären. Bei dem dritten Teil, finde ich, sind sie leider es nicht. Oder eher weniger. Deswegen schauen wir einfach mal. Hä? Okay. Hauptsache übertrumpfen, ey. Oh. Ja, und damit sind wir in der Schiffsbruch Bay angekommen und sie sieht schon atemberaubend aus. Wir müssen... Es sind doch 9-8 Triades Münzen. Wir müssen 6 der Piratenkaiser holen, besorgen, beschaffen, überreden. 2 Piratenkaiser steuern wir, plus den einen zusätzlichen, der sich Lisbeth nennt, sind 9. Ja, also hatte ich doch recht gehabt. Oder habe ich es falsch rum gesagt? Es sind 9. Wir bleiben bei 9 und es ist nass. Das ist eklig. Wasser. Oh, ich darf wieder schwimmen. Darf ich auch tauchen? Nein. Ich habe dich schon gehört. Ja. So ja nicht hier. Oh, das Wasser ist echt wunderschön. Einfach nur wunderhübsch. So wie meine Augen. Scherz beiseite. Also ich sehe gerade hier im Wasser nicht so wirklich irgendetwas, was jetzt besonders schön oder besonders toll wäre. Barbossa nimmt endlich mal das lang gewünschte Bad. Wird aber auch Zeit. Was können wir dir denn Gutes tun? Außer... Okay. Eine Box runterlassen. Ah! Deine Statue kompletisieren. Ha! Haben wir die auch gerne freigeschaltet, beziehungsweise zusammengebaut. Damit haben wir Nummer 1. Und irgendwie stört mich dieses Wasser. Kann ich das gleich ausmachen? Wir gehen erstmal links rum hoch, nicht rechts rum. Jeder andere würde rechts rum hochgehen. Wir gehen links rum hoch. Mitnehmen. Sieht gut aus. Wird... mitgenommen und irgendwie Jack überplanken. Es ist nicht seins. Ganz und gar nicht. Der fehlt da öfter mal. So, was hätten wir denn hier? Wir hätten hier auf jeden Fall ein Zahnrad, welches wir einsetzen können. Wir haben immer noch keinen Jack hier irgendwo in der Nähe rumflitzen, was mich sehr wundert. Und wir haben auch nicht wirklich irgendwie großartig was zu zerstören, was ich sehr interessant finde. Okay, vielleicht könnte sich das jetzt auch gleich nochmal erübrigen. Je nachdem, was mit der Kanone hier los ist. Ah, wir brauchen Feuer, okay. Und da vorne können wir mit Jack arbeiten. Wenn jetzt jemand wüsste, wo Jack ist. Das würde ungemein helfen. Wo zum Teufel stehst du denn? Jack, wie bist du hier hingekommen? Wo sind wir hier? Aha. K
keine Ahnung, welchen Weg er genommen hat, aber es ist irgendein anderer, ziemlich spezieller Weg, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Wir müssen für den hier anscheinend Büsten sammeln. Hä? Ja, doch. Die wollte ich sammeln. So, den ersten von 8 Kompassen haben wir schon mal erledigt. Ach, das sind Kopfteile, Kopfbedeckung für sie. Damit sie auch zu jeder Gelegenheit was Passendes anzuziehen hat. Oh Gott, Jack, ganz, ganz vorsichtig, ganz langsam aufsammeln. Umdrehen. Ja, ja, zurück geht er, ja, da geht er wie ein Weltmeister. Geht er rasant wie eh und je. Damit haben wir Piratenkaiser Nummer 2. Und tschüss. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wo sind wir hier? Beziehungsweise, wie zum Teufel bist du hier hingekommen? Da hochgeklettert? Klingt logisch. Aber warum machst du sowas? Das war so nicht geplant. Du solltest eigentlich den Hering nehmen und wir sind hier rübergelaufen. Moment, wir brauchen aber Feuer. Das heißt, schmeiß den Hering weg. Brauchen wir eben gerade dann doch nicht. Feuer, 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 Feuer. Ich sehe bisher noch kein Feuer, deswegen gucken wir auch mal auf der rechten Seite. Erstmal nach oben. Was ist denn das hier? Okay. Interessant. Ja, die Steuerung im Wasser ist etwas schwammig. Was, denke ich, aber auch mal beabsichtigt ist. Und so wie das aussieht, dürfen wir hier gleich auch noch darunter flitzen. Oh. Okay. Nein! Oh Mann, da warst du schon fast oben. Gut, dann guck erstmal. Ah, Fackel. Genau deswegen wollte ich dich auch haben, Jack. Wegen den Kompassen. Kompassé. Ah! Fackel gefunden. Aber ich will da oben drauf. Da oben gibt es nämlich, da ist Paddy angesagt. Und Sprung darüber. Jack. Sprung da. Schabrung da drauf. Jack kann nicht so weit springen. Oder ich krieg's ihm gerade nicht gebacken. Aber ein Doppelsprungcharakter ist da wahrscheinlich auch etwas besser. So, bitteschön. Damit hast auch du dein Haupt, deine Krone wieder auf. Beziehungsweise deine 8 Triades-Münze. Ja, denn die 8 Triades-Münzen sind keine richtigen Münzen. So wie man es annimmt. Ich komme da nicht hoch. Warum nicht? Ich will doch da nur drauf. Warum geht denn das nicht? Das ist doch Mist, ey. Das ist so verlockend. Guckt euch das mal an. Ach so, da kann man nur hin, wenn man jemanden hat, der sich dann klein machen kann. Na, tolle Wurst. Ja, denn die 8 Triades-Münzen sind nicht wirklich irgendwelche in irgendeiner Art Triades-Münzen. Sondern sie sind eher... wie wurde es so gesagt? 9 Dinge, die wir zufällig mit dabei hatten und benutzt haben, da wir Plankte waren. Oder so ähnlich. Man muss nämlich bedenken, Piraten sind arm. Was haben wir hier? Ah! Meine Lieblingsmasken! Meine Lieblingsmasken! Einmal bitte beide zur Kamera drehen. Oh, ihr seht so wunderhübsch aus. Genial. So muss das sein. Das Rad. Das Rad der Räder. Wofür auch immer ich es brauche, ich weiß es noch nicht so wirklich. Aber vielleicht finde ich das ja gleich raus, indem ich einfach immer weiter meinem Kompass folge. Nein, wir kürzen das jetzt etwas ab. Wir gucken hier nochmal auf den Kompass. Hier nochmal auf den Kompass. Okay, jetzt zeige ich weiter nach rechts. Gut. Was haben wir hier? Hier haben wir Stutz, 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 Stutz. Ja, hier bräuchte man vielleicht jemanden, der schießen kann. Es können beide nicht schießen. Oder etwas werfen. Hm, das müsste ich gleich mal testen.
Da ist mir nämlich was in den Sinn gekommen. Okay, das könnte jetzt wiederum interessant werden. Ach so. Dran springen. Und wir dürfen die Rolle hier wieder rausbringen. Nein, Moment, das war... So, jetzt drehen. Und noch einmal drehen und wir haben es geschafft. Tada! Was machen wir jetzt damit? Guckst du hier, guck mal. Haben wir was ganz Tolles für dich. Bitteschön. Ah! Dem alten Säufer muss man sein Glas füllen. Auch gut. Damit sind nur noch zwei Stück offen. So, dich wollten wir noch holen. Auch wenn ich nicht wirklich weiß wofür, aber... Was ist denn hier im Weg? Muss ich das jetzt... So, springen wir halt eben, wenn da irgendwas im Weg ist, was ich nicht identifizieren kann, warum auch immer was da ist. Okay, dafür müssen wir eine Etage höher und für dich müssen wir in die Richtung? In die Richtung. Was machen wir mit dem Fass dann? Wir machen einfach ein Fass auf. Gefunden! Na, warte mal, es wäre schneller. Machst du nicht mit, Barbossa? Feigling. Du Feigling, du. Keine Ahnung, ob wir das hier oben brauchen. Aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, nimmt man das natürlich auch gerne dankend an und mit. Um zum Beispiel hier hochzukommen. Auch wenn man bestimmt anders auch hier hochgekommen wäre. Aber, ja. Wow, gut. Liegt ja nahe, ne? Er sitzt auf seinem Schiff fest. Oh, da habe ich schon mal was Tolles gesehen. Aha, aha. Spring, spring, spring. Warum kannst du denn jetzt nicht mehr springen? Ich bin noch gesprungen mit dem Hai. Okay, wenn wir außerhalb des Gebietes sind, können wir anscheinend nicht mehr springen. Das soll einer wissen. Woher zum Teufel? Hm? Das steht nirgendwo dran. Stand nirgendwo geschrieben, hier darfst du nicht springen. Ich habe eine Idee. Das Boot einfach hier weiter runterlassen vielleicht. Na egal. Hier oben Kompass. Kompass, Kompass, Kompass. Für dieses Teil. Welches wir an der Stelle benötigen. Auch wenn ich ihm gerade wieder nicht weiß, was unser geschätzter Kollege treibt. Was machst du da? Ey, Hauptsache, du bist stundenlang noch im Wasser unterwegs, wa? Und warum springst du runter? Kannst du mir das mal erklären? Hm. Egal, ich möchte es gar nicht wissen. Ab und an seid ihr echt schon ein bisschen bräsisch. So, Barbossa, andere Seite, los, arbeiten. Hooray, damit haben wir den 5. Piratenkapitän freigeschaltet. Da fehlt jetzt nur einer und 3 Kombosssachen. Oder 4? 3 bis 4. Einigen wir uns darauf. So, die Frage, können wir das Boot hier vielleicht irgendwie lösen? Nein, anscheinend nicht. Sauerei, sowas. Einfach nur Sauerei. Nummer 6 von 8. Ja. Jack ist eh ein Waschlappen, der kann da nicht dran ziehen, vernünftig.
Und was soll ich jetzt hier drinne? Wo bringt uns der Fahrstuhl hin? Auf sehr gemächliche Art und Weise. Ah, zu einem vollkommen neuen Levelabschnitt. Und hier kann ich das... Ich identifiziere es jetzt einfach mal als Boot finden. Eventuell. Irgendwo dort oben versteckt es sich. Ah ja, ihr seid bereit, um... Was so... Nein! Was eine geile Idee ist das denn bitte? Wir sind wahrer Pirat! Und haben noch ein Minikit gefunden. Und sind, ja, wie nennt man das? Wasserachterbahn gefahren? Ne, Wasserachterbahn? Was zum Teufel? Ach, hier kann man von links nach... Von links nach rechts springen. Ja, okay. Ja, das soll man auch erstmal wissen, dass das hier möglich ist. Kann man ja schlecht riechen. Okay, bunte Felder. Schon mal strange. Was können wir... Können wir hier noch irgendwo was sammeln? Eine Sache und das wahrscheinlich dann im letzten Teil des Levels. Oh yeah! It's Disco Time! Jetzt sag mir bitte nicht, muss mir erst wie... Ah, müssen mittanzen und uns das merken. Okay, du springst dorthin und dann runter. Okay, wir fangen an. Wupp. Warum? Interessanter Remix auf jeden Fall. Okay, wir versuchen es gleich nochmal. Barbossa! Und wir sind dran. Sehr schön. Und ja. Nummer 3. Jetzt kommt das Schwerste von allen. Okay. Nochmal anstrengen, nochmal anstrengen. Und los geht's. Bauwasser. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Wey! Wir haben die Party erfolgreich zu Ende gebracht. Alle 6 Kapitäne sind oben angekommen. Ich würde sagen, ohne große Umschweife folgen wir einfach. Oh nee, oder? Löse ich selber aus. Gut, dass Jack festgehalten hat. Denn hier oben gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erkunden. Hoffe ich. Denke ich. Wissen tue ich es noch nicht. Gut, stundenmäßig haben wir ja sowieso gerade eigentlich alles. Ich gucke einfach mal. Nein, nein, Jack, was machst du? Egal. Tja, damit fehlen eh nur noch 2 und die beiden machen eben gerade wieder nur Schabernack. Nur Schabernack, die beiden, ey. Das ist schlimm mit denen. Hier braucht man auf jeden Fall 2 weibliche Personen. Barbossa, du läufst ziemlich komisch. Hat dir das eigentlich mal jemand gesagt? Du darfst erst im nächsten Teil richtig komisch laufen. Eigentlich. Von der Logik her. Egal. So. Dann wollen wir doch hier noch die letzten Stutze einsammeln. Letzten Stutz eingesammelt und dann können wir uns doch ebenfalls hier ran begeben.
Auf in den Versammlungsraum. Es muss eine Entscheidung gefällt werden. Tja, Krieg steht bevor. Aber wir haben Piedom auf unserer Seite. Wir sollten sie wieder freilassen. Andere sind für Kapitulation. Und um eine Entscheidung zu fällen... ...muss der Kodex gewahrt werden und das Oberhaupt gewählt. Und dafür sind wir anscheinend wir zuständig. Nur leider gibt es wieder einen Köter, der den Schlüssel hat. Und der will natürlich mal wieder was zu fressen haben. Jetzt sag nicht, da komme ich nicht hin. Nein, ich komme an die Stelle nicht hin, weil versperrt. Und wir haben nur Barbossa, Jack und Lisbeth zur Verfügung dafür. Für dieses Level. Ja, es muss ein Piratenkaiser gewählt werden. Das habe ich auch falsch tituliert in der letzten Folge. Also ein Piratenoberkaiser. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Ich nenne ihn jetzt Piratenoberkaiser. Das hört sich cool an. So. Muss gewählt werden. Aber dafür muss man die kleinen Brummsköpfe hier erstmal darauf aufmerksam machen, dass es immer noch dem Kodex zu ehren gilt. Was sie anscheinend vergessen haben. Säufer. Alle beide. Ich muss sagen, nach diesen actiongeladenen Leveln auch mal so ruhige Level zu haben, wo man dann so auch ein Mini-Rätsel lösen muss, finde ich cool. Ist eine gute Idee. Hier bräuchte man jemanden, der durch die Wand gehen kann. Haben wir aber leider nicht. Deswegen sauf du noch mal eine Runde. Und löst vielleicht auch damit irgendetwas aus? Eventuell? Nein? Moment. Wir haben den Knochen gefunden. Ah, sehr schön. Das ging ja doch einfacher als gehofft. Ich muss trotzdem noch was nachgucken. Nein. Zeigt in den anderen Raum rein. Hätte ja sein können, dass ich einfach in den Raum hier hätte reingemusst. Aber nein, so ist es leider nicht. So, bitteschön. Damit haben wir einen neuen Spielgefährten wieder mit dabei. Den Wachhund. Und nur der kann hier wahrscheinlich graben. Auch wenn das so ein bisschen merkwürdig ist. Und auch hier drunter her. Was kannst du uns denn Schönes holen? Hm? Ach, wir müssen den... Ich verstehe. Wir müssen den Kodex finden. Finden im Sinne von, wer sucht, der findet. Mehr oder weniger. Der Wachhund hat uns aber auch schon den Weg geöffnet. Obwohl ich das gar nicht verlangt hatte. Nett. Naja. Denkt erstmal eine Runde rum. Da drüben kommen wir nicht hin. Aber wir haben den doch kleinen Kodex. Ich hatte den irgendwie größer in Erinnerung. Okay. Okay. Auch eine interessante Art und Weise, das auszulosen. Ja, und willkommen wie immer zu spät. Er kann einem richtig leid tun. Der Hochrat der Bruderschaft, Level abgeschlossen.
Captain Elizabeth freigeschaltet. Wahrer Pirat geworden. 30.000 wieder auf dem Konto zugeschrieben bekommen. 7 von 8. Kompasse gesammelt. Ein Minikit. Ist nicht die Welt, aber was will man machen, ne? 2 goldene Steine wieder dazu bekommen. 28, damit sind es an der Zahl. Nein, sind es damit an der Zahl. Wir gehen zurück zum Hafen und schauen da dann doch nochmal nach. Denn ich meine, wir hätten damit jetzt auch wieder etwas Neues freigeschaltet mit den 28 goldenen Steinen von 84, glaube ich, waren es insgesamt. Und damit nähern wir uns auch schon dem Ende der Trilogie. Denn der vierte Teil, ich zähle ihn einfach nicht zu, das ist wieder was Neues. Da hat man etwas anderes versucht. Ne? Es gibt diese abgeschlossene Trilogie mit der Geschichte um Davy Jones und William Turner und Elizabeth Swan und natürlich Captain Jack Sparrow. Und dann gibt es noch den anderen Part, nämlich den vierten. Hier hinten hatten wir, glaube ich, alle schon, ne? Die beiden, das waren ja nur die beiden, ne? Nein, genau, hier. Hä? Hatte ich die nicht im letzten Part schon zusammengebaut? Ich meine schon, ja doch, eigentlich. In einem der letzten Parts. Scheint man immer wieder machen zu können. Naja, zusätzliche Stutz sagt man nicht nein zu. Oder? Hier könnte ich auch wieder zusammenbauen. Was heißt könnte? Ich baue es wieder zusammen. Gibt ja Stutz. Und da sind jede Menge blaue Stutz drin. Und so ein einfach zusammen dem blauen Stutz, da sagt man noch nicht nein zu. Ach. Warum speichert der das hier draußen eigentlich nicht, was man aufgebaut hat und so? Links? Nein. Rechts müsste es gewesen sein, wo wir 28 gebrauchen können. Ich überprüf's einfach. Und ihr seid live mit dabei. Mittendrin statt nur dabei. Was ist denn heute los mit mir, ey? Sprachfehler ohne Ende. Ich brauche jetzt dafür einfach mal, weiß ich nicht, einen Deutschkurs besuchen oder so. Schlimm. Ist ja peinlich hier. Peinlich. Nur mit ganz viel Spucke. Beim Sprechen. 32. Oh. Sri Sumbaye Angria. Nein, doch, dich möchte ich kaufen. Danke. Schwere Namen wieder hier. Ich habe gerade was Schönes gesehen. Hier draußen kann man auch noch Sachen sammeln. Warum verrät mir sowas? Moment, was stand hier? Hier stand doch eben gerade was, oder nicht? Stand hier nicht eben gerade eine Auflistung oder sowas? Was ich gefunden habe oder so? Oder bin ich jetzt einfach wieder total verballert? Ah! Halt, stopp, stehen bleiben! Halt, stopp, stehen bleiben, habe ich gesagt. Hadras gekauft und... Halt, stopp, stehen bleiben! Kann ich dich jetzt... Hör mal, muss ich dich... Erst... Oh nein! Oh, ich dachte jetzt schon, ich hätte ihn wieder kaputt gemacht. Twig gekauft. Und ihren Mann Jokard. So, damit das hier nämlich noch voller alles wird. Als es eh schon ist. Wir können hier noch einen roten Hut finden. Interessant. Habe ich den nicht so mal... Den habe ich doch schon. Den hatte ich doch schon. Gucken wir mal im Hafen. Kann ich hier auch noch was finden? Das habe ich auch schon alles ausgegraben. Das weiß ich noch. Oh ja. Gibt nur noch an einer Stelle, wo ich glaube ich nichts geholt habe, oder? Ich bin gerade unsicher, aber ich meine nicht. Halt, stopp, stehen bleiben. Dein Glück, dass du stehen geblieben bist. Madame Xing.
Habe ich hier schon mit dem Kommentar? Ich suche jetzt einfach mit dem Kommentar. Selbst wenn ich schon mal gemacht habe, dann sage ich ihm nochmal. Doppelt hält besser. Denke ich. Doch, hier haben wir schon gesucht. Das hatte ich beide schon gefunden gehabt. Ja, 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 ja. 84, 32. Aber von 32 auf 84 ist echt ein harter Sprung. Also irgendwo muss er hier doch eigentlich dann nochmal... Ne, das hatte ich ja schon aufgebaut beim letzten Mal. Ist der Weg denn hier noch frei oder ist er auch wieder versperrt? Versperrt, natürlich. Warum frage ich eigentlich? Scheint das nicht zu übernehmen, was ich hier aufgebaut habe. Ne, ist ein bisschen schade. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlen noch ein paar goldene Teile. Keine Ahnung, wo die rumgeistern. Egal. Dann gehen wir nochmal zurück zum Auswahlbildschirm. Damit ich mich auch offiziell und... Halt, stopp, stehen bleiben. Ich wollte gerade sagen, also Scratch, nach 3 Treffern musst du dich schon kaufen lassen, auch wenn du irgendwie merkwürdig aussiehst. Was machst du da? Warum schießt du auf einen Kollegen? Ja, ist alles gekauft hier. Es ist alles nur gekauft. Eyo, eyo. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Oder so. Nein. Okay, wir gehen dann nochmal. Eigentlich ist ja alles nur geklaut, eyo, eyo. Aber alles nur gekauft, eyo, eyo, hat jetzt gerade besser gepasst. Nein, das ist der vierte Teil. Wir wollen aber den dritten Teil gucken. Denn da fehlt uns das letzte Level. Das letzte Level. Der Strudel. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge von Lego Pirates of the Caribbean. Ich bin euer Hell und 986. Bis dann.